Wir könnten unsere Dieselfahrzeuge mit Sekundenkleber auf die Straße kleben. Hallo zusammen, mein Name ist Fabian von Foodtruck Beratung. Wir schauen uns heute mal die Dieselverbote an, die jetzt in immer mehr Innenstädten kommen, ab nächstem Jahr auch in München. Und hier stellt sich die Frage, betrifft es auch Foodtrucks? Dieselfahrverbote sind nichts Neues. Die gibt es bereits seit 2018 in Deutschland und sie haben schon Bestand in den Städten Stuttgart, Hamburg, Darmstadt und Berlin. Während es in manchen Städten nur einzelne Straßen betrifft, die für Dieselfahrzeuge nicht mehr zugänglich sind, wie zum Beispiel in Hamburg, da sind es genau zwei Straßen, soll es in anderen Städten deutlich umfangreicher sein. In München plant man jetzt den kompletten Mittleren Ring plus das ganze Gebiet, das innerhalb des Mittleren Rings liegt, für Dieselfahrzeuge mit einer Euro-Abgasnorm 4 oder schlechter ab Februar 2023 zu sperren. Und da muss ich sagen, das ist eigentlich schon wirklich krass. Jeder, der in München wohnt oder schon mal in München war, kennt mit Sicherheit den Mittleren Ring. Das ist die große Straße, die einmal rundrum um das Stadtzentrum führt. Und es ist eigentlich auch die schnellste Verbindung, wenn man von Ost nach West oder von Nord nach Süd oder umgekehrt fahren möchte. Würde man jetzt ausweichen auf kleinere Straßen, würde man versuchen, diesen Mittleren Ring zu umfahren, würde sich das Verkehrsproblem einfach in andere Gebiete verlagern, ja, zum Teil auch in Wohngebiete. Sollte der sogenannte Luftreinhalteplan nicht funktionieren, wird das Ganze nochmal verschärft und ab Oktober 2023 dürfen dann auch Dieselfahrzeuge mit einer Euro-Abgasnorm 5 nicht mehr auf oder innerhalb des Mittleren Rings fahren. Ist das Ganze überhaupt sinnvoll? Meiner Meinung nach nicht, denn das Problem wird dadurch nicht gelöst, das Problem mit der reinen Luft. In München sprechen wir von 140.000 Fahrzeugen, die dieses Dieselfahrverbot betreffen wird. Wenn diese Leute alle ausweichen, ja, sei es durch Wohngebiete oder deutlich kleinere Straßen, die einfach nicht für viel Verkehr gemacht sind, werden dort die Feinstaubwerte deutlich in die Höhe gehen. Wenn man aber jetzt zum Beispiel die A99 nimmt, die Nordumfahrung, dann fährt man einmal einen Riesenbogen um München rum. Und ich weiß nicht, ob das so umweltfreundlich ist, um von Osten nach Westen zu kommen oder umgekehrt. Hinzu kommt der Aspekt, dass natürlich die Dieselfahrzeuge, die davon betroffen sind, deutlich an Wert verlieren werden. Dass Leute dazu mehr oder weniger schon gezwungen sind, sich ein neues Fahrzeug zu holen, wenn sie darauf angewiesen sind, ein Auto zu haben, um zur Arbeit zu fahren oder wie auch immer. Also das ist schon wirklich fragwürdig, warum man das jetzt gerade in dieser finanziell schwierigen Zeit, in dem die Energiepreise einfach auf einem wahnsinnig hohen historischen Niveau sind, warum man das genau jetzt umsetzen muss. Gut, Corona ist vorbei oder zumindest es beschäftigt nicht mehr die Politik in dem Maße, dass das eigentlich das einzige Thema ist. Jetzt kann man sich wieder dieser Thematik Umweltschutz, Dieselfahrverbote, die ja schon weit vor Corona im Prinzip angefangen wurden, umzusetzen, kann man sich dieser Sache wieder annehmen. Außerdem gibt es noch die Problematik mit der Kontrolle. Wie will man sicherstellen, dass sich die Leute daran halten und nicht mehr in diese Zonen fahren, wenn es doch nur drei verschiedene Plaketten gibt? Beziehungsweise als vierte Option gibt es auch einfach keine Plakette. Das ist der Fall bei Euro-Abgasnorm 1. Bei 2 kriegt man eine rote Plakette, bei 3 eine gelbe und bei Euro-Abgasnorm 4 oder besser gibt es die grüne Plakette. Woher will man jetzt auf den ersten Blick wissen, dass es sich um einen Diesel handelt und nicht um einen Benziner, wenn sie doch die gleiche Plakette haben? Also wenn beide Euro-Abgasnorm 4 haben, hat sowohl der Diesel, der ja in Zukunft nicht mehr in diese Zone darf, die gleiche Plakette wie der Benziner, der ja in Zukunft trotzdem noch in diese Zone darf. Wie will man das kontrollieren? Im Prinzip bleiben da ja nur Stichproben übrig, und dann ein anschließender Blick in die Fahrzeugpapiere. Oder man appelliert an die Gesetzestreue der Bürger. Und jetzt zur wichtigsten Frage, gibt es Ausnahmen? Ja, zum Glück gibt es diese, zum Glück sind diese auch geplant, auch in München, aber natürlich wieder mal mit Einschränkungen. Es gibt Städte, die gehen mit dem Thema etwas offenherziger um, andere sind da wieder etwas strikter. Wenn man jetzt zum Beispiel Stuttgart anschaut, kann man sagen, das ist eine Stadt, die relativ großzügig mit dem Thema Fahrverbot umgeht, und zwar, also zumindest was uns Gewerbetreibende betrifft. Und zwar sieht es so aus, dass man für den Lieferverkehr keine Sondergenehmigung einholen muss. Also man darf weiterhin auch mit Dieselabgasnorm 4 in diese Zonen fahren, braucht keine Genehmigung dafür, wenn man quasi eine Lieferung vornimmt. Der Lieferverkehr wird definiert als geschäftsmäßiger Transport von Waren, wenn diese zu Gewerbetreibenden oder Kunden geliefert werden. Das heißt für mich, das Thema Caterings müsste eigentlich mit diesem Bereich abgedeckt sein. Also jemand bestellt bei einem etwas, man liefert dann die Ware an den Ort und wenn
damit ist das Thema im Prinzip erledigt. Also, beziehungsweise man fährt mit dem Foodtruck hin, hat die Waren dabei, vollbringt dort die Leistung, gibt die Waren ab und fährt wieder nach Hause. Sollte eigentlich alles zum Thema Catering, sollte in den Lieferverkehr fallen. Anders sieht es jetzt aus, wenn wir vom Mittagstisch sprechen oder vom freien Verkauf. Dafür habe ich jetzt keine konkrete Formulierung gefunden, die das beinhalten würde. Aber auch hier zeigt sich bei der Stadt Stuttgart, die sind da etwas großzügiger als andere. Und zwar schreiben sie, es ist möglich, eine Genehmigung für Sonderfahrzeuge zu beantragen, die hohe Anschaffungskosten haben, sowie Kraftfahrzeuge mit festen Auf- und Einbauten, die als Arbeitsstätte genutzt werden. Trifft ja eigentlich genau auf den Foodtruck zu, oder? Also feste Auf- und Einbaut und wird als Arbeitsstätte genutzt. Passt. Was jetzt die übrigen Städte anbelangt, konnte ich jetzt leider keine eindeutige Formulierung im Internet finden, ob es möglich ist, mit dem Foodtruck weiterhin in die Umweltzone zu fahren. Es beschränkte sich eigentlich meistens auf den Lieferverkehr, also Caterings sollten eigentlich in der Regel möglich sein. Aber was jetzt die grundsätzliche Einfahrt für den freien Verkauf anbelangt, konnte ich hier leider wirklich nichts finden. Und wenn ihr da mehr wisst als ich, wäre ich euch sehr dankbar, wenn ihr mir einfach eine kurze E-Mail schreibt an fabian@foodtruck-beratung.de oder hier unten in den Kommentaren einfach kurz eine Nachricht hinterlasst. Tja, wie wird es weitergehen? Also es werden mit Sicherheit weitere Fahrverbote folgen in anderen Städten. Die Regeln werden strenger werden. Aber was bleibt da im Übrig? Tja, man könnte sich ja ein Beispiel an den Klimakleber nehmen. Nee, Spaß beiseite. Falls dir das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, wenn du mir ein Gefällt mir gibst, wenn du den Kanal abonnierst und falls du Lust hast, schau doch auch mal auf meine Website foodtruck-beratung.de. Hier gibt es jetzt speziell für Neugründer, für Foodtruck-Anfänger gibt es ein Foodtruck-Programm. Das Ganze ist kostenlos und den Link dazu findest du hier unten in der Beschreibung. Mach's gut!